Tageslosung für heute steht in den Klageliedern Jeremias, Kapitel 3, Vers 41. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Herz und Hände aufheben zu Gott. Jeremia sagt das am Tiefpunkt seines Lebens, als es ihm richtig schlecht ging. Das Volk im Exil, in Babylonien, er selbst verfolgt, verschleppt, geschlagen am Ende seiner Kräfte. Not lehrt beten, sagt man. Jeremia tut das und wendet sich an Gott. In seiner Not wendet er sich an ihn und fordert Gott auf und seine Mitmenschen auch, zu Gott zu beten und das Herz Gott zuzuwenden. Und auch der Lehrtext zur Losung nimmt das auf. Da heißt es im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 13, geht es jemanden unter euch schlecht, so bete er. Ich denke an Hiob, der selbst im größten Elend nicht von Gott abgelassen hat. Ich denke an die Worte des 23. Psalms. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wie tröstlich, auch in schweren Zeiten ein Gegenüber zu haben, an das wir uns wenden können, uns mit unseren Sorgen und Ängsten Gott anvertrauen zu dürfen. Wie wohltuend, in solchen Situationen nicht alleine dazustehen, wenn wir uns von allen anderen Menschen verlassen fühlen. Schade aber, wenn nur die Not das Beten lehrt. Es gibt doch so viele Gründe zum Gebet. Lob und Dank für all das Gute, was wir empfangen haben, was uns und unseren Lieben widerfährt. Stille und Hören auf Gottes Wort, um zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu tanken. Fürbitte für diejenigen, die uns am Herzen liegen, und für Frieden und Erhalt dieser Welt. Deshalb lautet auch der zweite Teil des Lehrtextes: Hat jemand Grund zur Freude, so singe er Gott ein Loblied. Das möchte ich tun, jeden Tag aufs Neue. Und jetzt mit den Worten eines Liedes, das der Losung hinzugefügt ist. Geht Gottes Weg, bringt Freude in die Welt. Freude, die auch das Alltagsgrau erhält, die über jede Gabe staunen kann, und dankt für das, was Gott an uns getan. Geht Gottes Weg, bringt Freude in die Welt. Amen.